Gott ist zugänglich für alle Menschen, irrelevant von Hautfarbe, Kaste, Geschlecht, Religionszugehörigkeit. Religionszugehörigkeit ist komplett irrelevant in der spirituellen Welt. Es ist irrelevant, wie wir uns bezeichnen, ob wir ein Christ sind, Muslim sind, Hindu sind. Es kommt nicht auf das Labeling an. Der Guru ist die Nachricht, die sich dahinter verbirgt. Deshalb wird gesagt, Guru Mere Sang Sadahinala, der Guru ist immer bei mir, weil gesagt wird, die Weisheit, die soll immer bei dir drin sein. Spirituelle Entwicklung, geistige Entwicklung, spirituelle Aufklärung, die soll fortlaufend gehen. Diese innere Analyse, Selbstanalyse, Bande Khoj Dil Har Roz, Apnare Girivan Mein Sir Neeva Kar Dekh, Gurbani fördert den Menschen dazu auf, guck in dich selbst hinein, bevor du auf die ganze Menschheit zeigst. Der Begriff Langar bedeutet Anker und das ganze Konzept des Langar ist das Anker der Liebe, dass wenn jemand unser Haus oder das Gebäude verlässt, dass er nicht gehen soll, ohne gespeist zu haben. Guruji sagt, Langar chalai gur shabd har, tot na avi khatiya. Dass der Langar eigentlich der Langar für den Hunger unseres Geistes, der Gurshabd ist. Also ich wusste vorher sehr wenig über die Sikh-Religion und habe heute sehr viel über die Philosophie, die dahinter steht, auch erfahren. Ich nehme sehr viel mit nach Hause, also muss ich sagen. Besonders gefallen hat mir die Toleranz der Sikhi, genau, und die Gleichstellung von Mann und Frau. Der nicht vorhandene Missionseifer und die Verwurzeltheit im Hier und Jetzt, die Hilfe, die Religion philosophisch dem Menschen im Leben geben will. Das hat mir eigentlich besonders gefallen. Ich würde dem Sikh-Verband Deutschland mit auf den Weg geben, dass er doch sich innerhalb Deutschlands möglichst verbreiten möge und vielleicht auch mehr Öffentlichkeitsarbeit machen sollte. Ich sehe da wirklich ein enormes Potenzial, was noch möglich ist.